Was denn? Drei flachliegende Knochen? Haha, ich hab gewonnen. Hey, nimm's nicht persönlich. Sag mal, Ryuk, warum machst du nicht mit? Sei doch nicht immer so ein Spielverderber. Ich hab keine Lust. Höre Gottes Worte und befolge sie. Denn wisse, nur so wirst du auf dem Pfad der Erlösung wandeln. Yagami, was ist los? Übersetze den nächsten Satz ins Deutsche. Folge stets den Geboten des allmächtigen Herrn. So du dies tust, wird das Meer vor dir immer voller Gnade sein und niemals ein Sturm aufkommen. Gegen 11 Uhr vormittags wurde heute in einer Wohnung in Yokohama Hanagawa die blutüberströmte Leiche eines etwa 32 Jahre alten Mannes gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat bereits erste Ermittlungen eingeleitet. Nun zu den weiteren Meldungen. Heute wurde in Shibuya Naoki Tofuchi festgenommen. Er wird verdächtigt, seine 25-jährige Mitbewohnerin vergewaltigt und anschließend auf grausame Art und Weise getötet zu haben. Bei seiner Verhaftung kam es zu keinerlei Gegenwehr. Tag für Tag. Immer wieder die gleichen furchtbaren Nachrichten. Was für ein gottverdammter Wahnsinn. Die ganze Welt verkommt.